Hey Eti, die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr ist absolviert und am Samstag wartet also Erzgebirge Aue. Mit welchem Gefühl gehst du persönlich in das Spiel? Mit einem Positiven auf jeden Fall jetzt durch das neue Jahr, wie wir reingekommen sind, durchs Trainingslager, bin ich da gut gestimmt auf jeden Fall. Im Hinspiel gab es ein 0:0. Wie wollen wir die Abwehr der Auer im Rückspiel überwinden? Ja, das Hinspiel war auf jeden Fall noch ein bisschen zerfahren, sehr wildes Spiel gewesen. Aber ich glaube, es war wie gesagt noch recht zu Beginn der Saison und jetzt haben wir uns auf jeden Fall nochmal anders gefunden, auch andere Abläufe nochmal drin, wo wir sicherer sind. Und da denke ich schon, dass wir unsere Mittel finden werden, um da auf jeden Fall zu den Torchancen zu kommen, die wir haben wollen. Was müssen wir im Vergleich zum Kiel-Spiel denn besser machen, um möglichst erfolgreich in das Jahr 2022 zu starten? Ja, ich denke halt mit voller Elan und Energie wieder auf den Platz zu gehen und versuchen. Ich denke, in Kiel war es halt fatal, dass wir so einfache Ballverluste gehabt haben und die haben uns gut ausgekontert. Das wird uns gegen Aue, denke ich, auch erwarten zu Hause. Das müssen wir abstellen. Das haben wir gegen Bärschott auch schon gezeigt, dass wir auch gut umgeschaltet haben defensiv. Und ja, ich denke einfach daran anknüpfen, wie die letzten Heimspiele waren.